Das ist doch nicht richtig. Darf ich auch mal buzzern oder probieren? Welches ist das größte reine Fußballstadion der Welt? A. Aztekenstadion. B. Kommt Nou. C. Dortmunder Westfalenstadion. Da haben die Jungs schon gebuzzert. Kommt Nou, oder? Das ist absolut korrekt. Kommt Nou mit 99.354 Wie? Sitzplätzen. Rafa? Wie? In Barcelona. Das ist doch nicht richtig. Ist es jetzt richtig, weil die es gesagt haben, oder ist es richtig, weil es richtig ist? Ja, richtig. 99.354 Zuschauer gehen ins Camp Nou, das ist die richtige Antwort. Und das Aztekenstadion? Das Aztekenstadion, 87.523. Hättest du das gesagt, Rafa? Natürlich nicht, ich habe Camp Nou gesagt. Hätten wir das geklärt. 1-0 für die Kids. Wer ist ein Feuer-Pokémon? A. Pummeluff, B. Glumanda, C. Duflor. Hey, das waren die Profis. Rafa war schneller. Glumanda. Das ist absolut korrekt. 1-1. Die Profis ziehen gleich. Welchem Pokémon-Trainer gehört Pikachu? A. Peter Singh, B. Thomas Miller, C. Ash Ketchum. Ich hab schon. Ja, hast recht, er war er. Okay, die Kids waren schneller. Ash Ketchum, Antwort C ist richtig. 2-1. Wie? Hat er schon gesagt? Er hat doch gar nicht geantwortet. Aber ich wusste es echt. Ja, ich habe Ketchum verstanden hier hinterm Fernseher. Sorry, ja, aber du hättest es eh gewusst. Das war mein Fehler. Aber wenn du es gewusst hättest, kann der Rafa damit leben, Rafa? Ja, perfekt. Tim, auch? Ist okay? Okay. Gut. Um was handelt es sich bei den Hauptfiguren des Disney-Films Chaos im Netz? A. Videospielfiguren, B. Haustiere, C. Monster. Ja, da wird wild drauf losgebuzzert bei den Kids. Hier Computerspiele, oder? Also die erste Antwort. Videospielfiguren ist die richtige Antwort. Damit steht es 3-1. Jungs, ihr müsst euch ein bisschen anstrengen. Pokémon hätte ich gewusst, aber das... Wie viele Zuschauer passen ins Rhein-Energiestadion? A. 46.000, B. 50.000, C. 63.000. Rafa. Das ist peinlich jetzt, wenn es falsch ist, ne? 50.000. Das ist richtig. 3-2. Es bleibt spannend. Darf ich auch mal buzzern oder kann dir? Welcher ist der längste Fluss der Welt? A. Amazonas, B. Nil, C. Rhein. Oh. Jetzt mal wieder schneller. Der Jonas. Nil, oder? Auch das Nil. Ist. Das ist richtig. Dann steht es 4-2 für die Kids. Matchball. Ich sehe Schweißperlen auf den Stirn der Profis. Ihr kommt dem goldenen Geistbock immer näher. Gegen wen wird in Avengers Endgame gekämpft? A. Thanos, B. Iron Man, C. Guardians of the Galaxy. Oh, der Jonas war schon wieder schneller. Thanos. Das ist richtig. Damit habt ihr gegen die Profis gewonnen. Aber der Buzzer hat gehangen, ne? Klasse. Glückwunsch, Jungs. Nee, haben die Jungs gut gemacht. Ich glaube, es ist auch denen ihr Gebiet eher. Und ja, sehr gut. Was gibt's als Preis? Für jeden einen goldenen Hennes. Genau. Mit Unterschriften. Richtig. Glückwunsch. Habt ihr super gemacht, Jungs. Ciao. Ciao.